Und es geht mal wieder weiter mit Magic Arena. Ja, das letzte Mal haben wir ja die Historic Challenge gespielt. Haben uns relativ gut geschlagen, will ich mal sagen, mit 4-3 oder was wir gegangen sind. Wenn man mal bedenkt, dass ich mich mit dem Format überhaupt nicht auskenne und auch meistens keine Sideboarded Games spiele. Wir haben natürlich die Spezialbelohnung nicht bekommen. Und ich habe es dann offscreen nochmal versucht mit dem anderen Deck. Und da war ich sogar noch schlechter. Hab, glaube ich, nur 3-3 gespielt hier. Mit dem Esper Control Historic Deck. Ja, aber wir haben ja noch ein paar andere Decks hier zur Auswahl, nicht? Wir haben jetzt erstmal die ganzen Blue-White Control Decks durch, die ich habe. Aber es bleiben noch vier andere Decks in Standard, die ich euch zeigen will. Das hier ist ein Brawl-Deck mit Mizzet als Commander, das ist was anderes und das ist ein Artisan-Deck, also es hat nur Commons und Uncommons. Mit dem bin ich übrigens ungeschlagen bisher, also falls nochmal ein Artisan-Event kommt, dann werde ich das euch auf jeden Fall zeigen. Und ich sage, wir machen dieser Folge erstmal los mit dem Reclamation-Deck. Wie gesagt, wir haben noch vier Decks und in 2 Tagen kommt das neue Set Pharos Beyond Death raus und dann wird Standard natürlich erstmal wieder ordentlich aufgerüttelt mit den ganzen neuen Karten, die dort kommen. Also will ich gucken, dass ich die Videos noch alle davor rauskriege. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf Pharos. Ich habe mir die ganzen Karten angeguckt im Spoiler und kann aber noch nicht wirklich sagen, was für einen Impact das Set auf Standard haben wird. Die ganzen Götter sind auf jeden Fall ziemlich cool, aber man muss ja auch noch bedenken, dass man halt diese Devotion-Mechanik irgendwie fuelen muss. Ja, die Hand sieht doch ganz. Nein! Jetzt habe ich Mulligan gedrückt. No! Ich habe gesagt, die Hand sieht doch ganz gut aus. Jetzt habe ich zweimal Negate. Ja, gut, dann geh mal einmal Negate wieder weg. Doch, ich wieder, ne? Ich wieder! Ja, die Götter sehen ganz cool aus und die Devotion-Mechanik finde ich auch ganz, ganz lustig. Die gab es ja schon mal im alten Pharos-Set. Da habe ich noch nicht so aktiv gespielt. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was es für Decks geben wird, die diese Devotion-Mechanik und diese Götter halt nutzen. Und ansonsten halt ein auf Enchantments, also auf Verzauberungen hier basierender Block. Oder. Ja, man sagt nicht mehr Block, ich sag immer noch Block. Früher waren es halt Blocks, weil es mehrere Sets in einem Setting gab. Aber jetzt gibt es ja immer nur noch ein Set in einem Setting. Also meistens zumindest. Nee, wie macht man das? Wir machen Gebirge. Wir haben Flammenschwall, was gegen Mono Red, ist übrigens mal wieder Mono Red, ne? Gut ist. Also nächste Runde können wir den ihr Board wipen. Höchstwahrscheinlich. Gibt natürlich auch Sachen wie dieser Flammenspucker, der nicht betroffen wird von Flammenschwall. Aber den können wir ja notfalls immer noch mit dem Langfinger ausschalten. Ich glaube, das ist auch das Erste, was wir machen werden. Du kannst doch blocken. Kann nur fliegen, ne? Wir werden den erstmal angreifen, dass vielleicht spielt er noch ein paar 1-1er rein. Ah, gucke mal an. Nein, ich hätte negieren können. Oh. Ach, ich passe mal wieder überhaupt nicht auf, ey. Ich will doch euch zeigen, wie cool die Decks sind. Was haben wir gesagt? Wir spielen den Langfinger und blocken das Feuerspucker gelöt. Zack. Fliegen immer noch ordentlich rein. Brennendes Drachenfeuer könnte das Planeswalker. 3. 3 auf Planeswalker, das reicht mir nicht. Ne. Das reicht vorne und hinten nicht. Wir behalten uns mal unser Lebenstotal, auch wenn wir die Renaturierung hätten spielen können. Ist ja nicht so, als hätten wir wirklich viele Payoffs im Moment. Okay, da kommt der Zirkus.
den eher gehabt. Den hätten wir mal alt ausgesehen. Oh, er spielt noch ein bisschen was rein. Okay, das ist gut. Wir bräuchten aber noch irgendeine Karte, die uns Chandra, Dienerin des Feuers, vom Mars schafft. Wachstumsspirale ist nicht so eine Karte. Das heißt, wir kriegen erst schon mal mindestens 4 Schaden wieder. Was hat er noch? Feuerspucke mal wieder. Ja, die können wir einfach mit der dann zerstören. Müssen wir jetzt aber noch nicht. Ja, und 500 Trigger. Du kannst eh nicht mit der angreifen im Moment. Ich darf jetzt mal nicht zu so schnell durchklicken hier. Das sehen wir noch ähnlich. Die Aufzugstümpel ist nicht unbedingt das. Wir machen das Drachenfeuer mal instant hier. Zack. Ach, der Durchgang bringt uns halt absolut null. Wir haben noch Negieren. Wir bräuchten unbedingt irgendeine geniale Actionkarte halt. Was ist denn jetzt? Leck? Hallo? Es kann doch nicht so schwer sein, das Deck aufzurufen. Danke. So, er hat halt auch noch drei Karten, ne? Wenn er einfach nur einen Schock hat, sind wir auch ziemlich alt aus. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Deck alle 4 Schocks spielt. Weil es. Ach, guck mal an. Ja! Nein, ich hab schon wieder negieren. Verka ah! Wett. Oh Gott, ich bin der schlechteste Spieler aller Zeiten und ich lade auf YouTube hoch. No. Warum haben wir die Karte denn überhaupt im Deck, wenn ich sie nicht benutze? Oh. Es liegt halt daran, dass ich eigentlich fast nie negieren spiele, ne? Weil es einfach Dorwins Veto zurzeit gibt und die einfach besser ist in den Decks, die ich spiele, halt. Den weißen, blauen Kontrolldecks, ne? Habt ihr ja gesehen. Ich denke aber überhaupt nicht an negieren. Hab ich nicht auf dem Schirm, wie ihr seht. Das soll uns nicht abhalten. Diesmal, jetzt bin ich eingespielt. Mehr oder weniger, vielleicht. Ein bisschen. Gott, ich dachte schon, ich hätte wieder die Aufnahme vergessen. Oh je, vielleicht wäre es besser gewesen. Du zuerst. Die Hand ist. Ja, komm, wir behalten sie aber trotzdem mal. Wir können, ne, Hellsicht Action legen und Niv-Mizzet ist schon gut genug, dass er ein Spiel alleine gewinnen kann. Wenn wir denn auf 6 Mana kommen und bis dahin nicht sterben. Aufzuchtstümpel und. Kein Folgeplay. Ist interessant. Wahrscheinlich Optionen, ne? Könnte ich mir vorstellen. Ne, der Seemann, also es wird das Simic Flash Deck sein. Was ich nicht wirklich leiden kann, seien wir mal ehrlich. Ich denke, wenn wir Niv-Mizzet raushauen, dann haben wir ganz gute Karten auch gegen das Deck. Ja, ein Schaden ist jetzt nicht so phänomenal, ne? Wir haben Negieren für eventuelle Non-Creatures, auch wenn ich gerade nicht im Kopf habe, was er denn für besondere Flash- oder Instants spielt. Er spielt Counterspells in dem Deck, das weiß ich. Aber die können wir countern, aber mit Niv-Mizzet kommen wir eh nicht in einen Counter-War. Also mit Niv-Mizzet kann nicht neutralisiert werden. Er spielt nichts. Das ist halt das, was mich eher stört. Entweder hat er nichts, oder er hat halt eine unglaublich reaktive Hand dann. Und wenn das so ist, hüte ich mich davor, irgendwas offensichtlich auszuspielen, wie die Renaturierung, wenn ich nicht ein Backup habe. Ah, jetzt wird er aber wildgeborener. Bewahre auch nicht unbedingt die Flash-Kreatur, die ich jetzt erwartet hätte, ehrlich gesagt.
Und dann nächste Runde werden wir einfach den guten Niff raushauen und dann mal gucken, was passiert. So, den Durchgang für Land. Wir brauchen idealerweise was Blaues. Dass das Spiel jedes Mal hängt, wenn wir in die Bibliothek suchen, ne? Das stört mich gerade ein bisschen. Das ist wie jedes Mal als bei der Challenge, wenn es ums Sideboarden ging und es erstmal 5 Jahre gebraucht hat, Entschuldigung, um das Sideboard aufzurufen. So, mein Zug. Zack. Niff-Mizzet. Okay, und unser Gegner überlegt irgendwas. Okay, nichts macht er. Jetzt bin ich gespannt, ob er irgendwie doch eine Antwort hat. Langfinger, okay. Ja, damit können wir sogar seinen Seemann abschießen, ne? Und eine Karte ziehen. Das bringt ihm nur vorübergehend erstmal was. Ah, guck mal, ein neuer Seemann. Es wäre halt noch besser, wenn wir die Renaturierung rauskriegen würden. Das Problem ist, dass wir im selben Zug dann keinen Niff-Mizzet spielen können. Und so wie er untappt Länder spielt, hat er auf jeden Fall Permission. Also irgendwas zum Interagieren. So, spielen wir wieder Niff-Mizzet. Spielen noch einen Tempel. Oh, mehr Land, nicht unbedingt das, was wir wollen. So, jetzt gucken wir, was er macht. Ob er wieder noch mal den Bounce hat, wahrscheinlich. Also, er spielt einfach den Landfinger. Gut. Soll mir recht sein. Ja, er macht auf jeden Fall ordentlich Marken da drauf. Wieder hin. Na gut, so ist das halt. Greift an für 6. Wie macht man das? Okay, ich denke, wir brauchen auf jeden Fall einen If. Ich denke, was wir auch brauchen, ist das Stampfgelände. Untapped. Auch wenn wir damit auf 2 runtergehen. Ich denke, wir brauchen das, um bei Bedarf alles zu klären, was er hat. Wenn er jetzt nicht noch irgendwas hat, was uns den Tag versaut. Ansammeln, wirklich. Wir verrechnen erstmal Niffs Fähigkeit. Okay, dreister Langfinger ist nice. Damit können wir sein Viech bouncen. Wir können versuchen, Rückruf zu negieren. Da muss er auf jeden Fall antworten mit wahrscheinlich seinem Counterspell. Wir können das bouncen, darauf müsste er auch antworten. Dann könnten wir nächste Runde wieder Niff spielen. Ich versuch's lieber mit dem Negieren. Ja, er hat auf jeden Fall einen Counterspell.
Das müsste dann auch das Spiel sein, ne? Wie gesagt, absolut kein Fan von dem scheiß Flash-Deck. Irgendwie spielen die Gegner nur Sachen, die gut sind gegen mich. Und ich hatte schon eine der besten Karten in dem Matchup, ne? Das Problem ist, ich konnte nichts anderes spielen außer den. Ha. Bis jetzt nicht unbedingt das beste Showing, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit in der Folge. Die Decks mit dem Deck, ja, die Spiele mit dem Deck gehen auch nicht allzu lange. Ist aber auch vielleicht nicht mehr die aktuellste Liste, will ich dazu sagen. Obwohl, eigentlich ist es schon relativ aktuell. Ich meine, Eldraine-Karten sind drinne, also. Ja, das sieht aber ja ganz passabel aus. Wir haben ein paar Sachen zum raushauen. Wir haben Tempel, um das Topdeck zu manipulieren, um Expansion runterzulegen. Weil das ist unsere Late-Game-Karte, die braucht man nicht jetzt. Außerdem haben wir einen Niv-Mizzet als Alternative. Wir hätten natürlich auch mit Insel und Optionen anfangen können. Wäre in etwa aus was Ähnliches rausgekommen. Okay, er spielt auf jeden Fall den Standard-Wald erstmal. Wachstumsspirale, ja. Da sehe ich mich, ehrlich gesagt. Oh Gott, das ist Golgari Food. Da freue ich mich ja ma massiv drüber, über Golgari Food. Nee, es ist Golgari Ad Adventures. Also Abenteuer. Also, auch. Ihr seht schon, die meisten Standard-Decks kotzen mich eigentlich an, ne? Das ist eigentlich ist kein gutes Zeichen, ne? Mal abgesehen davon, dass ich auch schon Golgari Abenteuer-Decks einfach nur mit dem Food Package drinne gesehen habe. Also vier Öfen, vier Katzen. Das ist ein Spaß, sage ich euch. Die hatten wir ja schon, ne? Nach oben gehellsichtet. So. Eine Insel. Wir geben hier den Zug ab, gucken, was er spielt, was wir vielleicht kontern können. Ansonsten würde ich sagen, wir benutzen. Wachstumsspirale und bringen Dampfschlote rein und zerstören ihm den Wirt. Das ist ein Key Piece in seinem Deck. Damit kann er ordentlich immer nachziehen. Und das wollen wir nicht. Und jetzt spielt er Hand Attack. Mal, er wird Niv mehr oder vielleicht das Drachenfeuer, den haben wir ja Niv. Okay, das ist mit Abstand die gefährlichste Karte in unserer Hand. Okay, er spielt den in unseren Removal rein, nicht gut. Wir hätten es nicht überstürzen müssen, das ist immer so eine Sache. Wir noch warten können, bis er wieder dran ist. Oder wie funktioniert der immer, wenn du ein wirkst, also, okay, er hätte wahrscheinlich so oder so Value gekriegt, hätte man gewartet. Also, vielleicht war es doch besser, dass wir nicht gewartet haben. So, das Questentier. Oh. Das ist auf jeden Fall da. Und ich werde es auch bouncen. Da kenne ich nichts. Hey, ein Land. Dampfschlote. Hauen wir unseren Riesen raus. Der ist auf jeden Fall gut. Kann das Questentier blocken. Kann den Typen nicht blocken. Er hat nämlich Todesberührung. Oh. Ja, wir blocken das Tier. Spirale ist gut. So, gucken wir mal, was er jetzt hat. Der Kai Lord.
Königsorden. Ja, er könnte bezahlen. Das braucht man also nicht versuchen hier. Er bringt den Kollegen und das könnte er halt auch noch bezahlen. Sagen, wir machen Wachstumsspirale und den Langfinger. Oder natürlich Flammenschwall. Habe ich auch nichts dagegen. Noch eine Spirale. Gut. Damit können wir auf jeden Fall mal garantieren, dass wir zumindest ein bisschen was nachziehen. Wüsten des Brontodon. Ja. Auch nicht viel dagegen machen. So, Wachstumsspirale. Auch ein Land. So, dann haben wir mal den Langfinger raus, dass wir auch mal ein bisschen was machen können. Noch ein Land. Puh. Langsam wird's doof, will ich mal sagen. Aber er scheint auch nur Land zu kriegen, also. Questentier. Der Klassiker. Bouncen wir. Spielen den Langfinger, können dann für 6 angreifen. Sollten aber nach Möglichkeit auch eine Antwort für die nächste Runde dann finden. Sonst glaube ich nicht, dass wir gewinnen können von der Glocke her. Was ist, macht das nochmal? Das kann auch einfach nur angreifen, ne? Okay, zack, Langfinger. Chemister. Ist auf jeden Fall nicht tot, die Karte. Das passiert. Spiele jetzt mal Chemister, vielleicht finden wir noch eine Antwort. Nope, das sind keine Antworten. Wir gehen runter auf 2. So, wie macht man das? Ich denke, die werden wir auf jeden Fall brauchen. Spielen den Tümpel. Greifen an. Ach, er hat ja den dummen Brontodon. Er kann ja unser. Ja. Rage Quit, Salz. Kein gutes Showing bisher. Nicht ein Spiel gewonnen. Ich weiß nicht. Naja, vielleicht, wir machen ja noch eine Folge mit dem Deck, wird es in der nächsten besser. Wir sehen uns.